أذوب لفرط تقصيري وجهلي حين أعصيك، شعور في يحرقني فأسجد كي أناجيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه بجوزتا فيديو أنا كلينا فيديو إن شاء الله إيش أوش كفلت Viele Christen glauben, dass die Frau und Mann muss glauben an Jesus Kreuzigung, dann ist gerettet. Aber überraschungsweise, oder Schock vielleicht, viele Christen lesen das vielleicht anders, dass die Frau wird nicht gerettet, wenn sie glaubt an Jesus. Viele werden jetzt Kopf rauchen und sagen, was habt ihr, was redest du für Blödsinn? Ja, warum? In 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15 steht, dass der Geschichte geht, dass der Mann herrscht über die Frau, Frau darf nicht in Kirche reden, der Mann herrscht über Frau, Frau hat Fehler gemacht, nicht der Mann. Und dann ganz unten sagt, und die Frau wird gerettet durch was? Durch, dass sie ein Kind, die Kinder zur Welt gebären, Kinder, wenn sie gebärt Kinder, kümmert um ihre Kinder, durch dies wird sie gerettet und nicht durch Jesus Kreuzigung. Das ist das ist ein Wahnsinn, oder? Weil viele Frauen träumen davon, schreiben auch auf Kommentare, Jesus liebt dich, Jesus gekreuzigt für dich, und die wissen das nicht, dass sie nur durch Gebärd, wenn die Kinder zur Welt bringen, dann sie wird gerettet. Aber sonst nicht. Also komm zum Islam, du brauchst du nur rechtschaffene Frau zu sein, dann kommst du zum Paradies, du wirst gerettet. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أن